Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Orient the Will of the Wisps. In der letzten Folge sind wir in diesen Quellwasserbrunnen-Wassermühlen-Dingsbums gegangen. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg, den Kompass für Tok zu besorgen. Oh Gott, nur für diesen Kompass soll ich jetzt hier vorbeigehen. Hören die Laser auch irgendwann nochmal auf? Ah, man soll reingehen, okay. Ah, die Laser! Aua, aua, aua! Das tut doch weh, lass das mal. Immer diese fiesen Sachen hier. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schalter, damit das aufgeht. Das alles nur für die Nebenquests. Wehe, das lohnt sich nicht für diesen blöden Kompass. Aber eigentlich sollten wir hier auch noch gar nicht sein. Ich hoffe, wir brauchen nicht eine Fähigkeit, um die Quest hier überhaupt erledigen zu können. Oh, Moment, Moment. Hier, Hammer Attack. Okay, der Hammer ist ja richtig stark. Da hat der Psy auf jeden Fall recht. Die Gegner sind richtig benommen, wenn man die weghämmert. Hey, it's Hammer Time. Oh nein, du schon wieder. Die sind benommen und es macht halt mega viel Damage. Hey, Moment. Du kannst doch nicht einfach schlagen, wenn ich hier meine Hammer-Time mache. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir überhaupt unser Schwert noch brauchen. Dafür unsere coole Speedrun-Fähigkeit schon, aber für alles andere, zack. Oh mein Gott, sind das hier viele Dinger. Aber unser Hammer macht einfach ultra den Damage. Ist natürlich auch sehr langsam. Es ist halt so eine Zwei-Hand-Waffe irgendwie. Ach, das gefällt mir. Das gefällt mir alles sehr gut. Vor allem mit diesem neuen Trick. Hallo, Wukong, hast du den Kompass? Ah, was für ein Labyrinth diese alte Mühle doch ist. Aber jetzt ist nicht die Zeit zu trödeln, der Weg ist weit. Ich will an Wissen gelangen und du musst eine Mühle reparieren. Und eine Freundin finden, wenn ich recht höre. Viel Glück! Keine Zeit zu verschwenden. Ach, wir haben ihn nur befreit. Alles klar. Tschüss, ich habe nicht mal deinen Namen herausbekommen. Ich tue mir immer weh, wenn ich diese Dinger hier kaputt machen möchte. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass man eine Doppelattacke nach oben machen kann? Eins, zwei. Man kann in der Luft tatsächlich... Guck mal. Wenn man das von Boden aus macht, dann macht er... Okay. Herr Ema hat aber doch so eine Doppelattacke gemacht. Ja, ganz komisch. Ich glaube, in diesem Spiel kann man noch sehr viel komische Sachen machen mit seinem Movement. Aber jetzt erstmal wieder den ganzen Weg zu... Nee, nicht zurück, oder? Wollen wir zurück, ist die Frage. Ich meine, hier gibt es halt noch irgendwas. Eigentlich müssen wir natürlich nach rechts. Ich hoffe, das ist jetzt nicht nur der Weg zurück. Nein, hier sind zumindest noch ein paar XP. Kommen wir jetzt hier durch, ja, sehr schön. Dann schauen wir mal nach rechts. Okay, oben können wir noch nicht vorbei, wie es aussieht. Dann halt erstmal... Okay, das war überhaupt gar nicht geplant. Das war ultra lack, dass ich genau da hingegangen bin. Whatever, ich habe nichts dagegen. Ich hätte wahrscheinlich nicht mal nachgeguckt, ob da irgendwas ist. Oh mein Gott, die ganze Mühle dreht sich. Das ist ja fast wie bei Zelda, bei diesem Fluggiganten. Da war das auch so, oder? Da hat man dann den ganzen Dungeon verändert. Ah, jetzt hat sich alles gedreht. Ach du Scheiße. Okay, das ist natürlich... belastend, ein bisschen. Oh, mir gefällt diese eine Fähigkeit, die ist witzig. Hallo, ich will da hoch. Danke. War gar nicht so einfach, damit umzugehen. Der Laser geht weg. Heißt, hier können wir auf jeden Fall nach unten. Der geht auch ab und zu weg. Gut zu wissen. Moment, nicht töten, danke. Nein, Moment. Warte, warte, warte. Okay, alles cool. Hier haben wir noch einen Schalter. Der wird das nochmal alles drehen. Ich aktiviere einfach bei jedem Schalter. Wird wahrscheinlich nicht so schlimm sein, oder? Wird schon richtig sein irgendwie. Und es sieht wieder alles anders aus. Das ist alles nur für diesen blöden Kompass jetzt, oder was? Nee, warte, es ist wieder wie vorher, oder? Hä, ich habe keine Ahnung, Leute. Da oben würden wir hinkommen, theoretisch. Wenn wir hier unsere coole Fähigkeit einsetzen. Ah, vielleicht spart uns das ein bisschen. Come on, ich will da hoch. Shit. Okay, nicht hinbekommen. Wir müssen den normalen Weg gehen. Abbruch, Leute. Normaler Weg. Aber, ja, okay, das... Egal, der Laser tötet hier einen zumindest nicht. One-Hit. Wie es noch bei Uri 1 der Fall war. Kann man da drauf stehen? Hier unten? Danke. So, und jetzt müssen wir da oben hin. Und das wird wahrscheinlich der letzte Schalter sein. Und dann kommen wir da hoffentlich mal hoch. Irgendwie habe ich die Befürchtung, ich drehe immer dieselben Schalter. Ah ne, jetzt ist er frei. Danke, liebe Kamera, dass du mir das anzeigst. Die Frage, hoch oder runter? Wir gehen mal hoch. Denn Sieger gehen nach oben. Ist das richtig, wenn ich hier nach unten gehe? Doch, ja, ja, sieht gut aus. Ich werde hundertprozentig hier irgendwas verpassen. Aua, ja, richtig cool reingejumpt, Uri. Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt können wir... Wir können entweder nach oben links. Aber hier ist alles nur so ein Kreis, ne? Das bringt gar nichts. Das heißt, wir gehen einfach nach rechts und sind dann glücklich. Wir haben leider nicht mehr so viele Leben. Ich hoffe, hier kommt... Ah, da, Leben! Danke! Genau, was ich gerade brauche. Da kommen nicht irgendwelche komischen Gegner. Bitte lassen Sie mich in Ruhe.
Ich will hier einfach nur nach oben und den Kompass holen, weil ich ein netter Bube bin. Ach, was machst du jetzt? Ich bin hier oben und du da unten. Du siehst mich nie, ich bin ein Ninja. Wie siehst Ori da aber auch dran ist? Aua, dran ist. Ey, na, Moment. Das ist jetzt aber uncool. Warte mal. Okay, dann vernichte ich dich halt nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das war klar, dass ich da sterben werde. Mit dieser komischen Fähigkeit. Oh Gott, die ist richtig weird. Weil man halt auch keine Chance hat, irgendwas zu verbessern, anzugleichen. Von der Flugrichtung her. Okay, hat irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht genau wie, aber es hat funktioniert. Damit sind wir hier dann, glaube ich, auch durch. Aber meinte Tok nicht, dass hier irgendwo sein Kompass ist? Nee, wir mussten das sogar machen, um weiterzukommen. Aber meinte doch auch, rechts ist irgendwo sein Kompass. Dieser ganze Dungeon ist ein bisschen merkwürdig. Er ist aber krasser aufgebaut als bei Ori 1 auf jeden Fall. Also da waren die Dungeon ja wirklich richtig klein. Hier ist es eher auch so wie bei Legend of Zelda. Was bist du? Ach, das ist der Kompass. Nee, die Eisennadel. Also hier muss man auf jeden Fall mehr Stuff machen, um weiterzukommen. Das finde ich sehr, sehr cool. Klar, im ersten Ori-Teil war das auch schon so, dass man zumindest so ein bisschen Rätsel-Action hatte. Aber halt doch nicht so viel wie jetzt hier. So, hi. Ja, wieso bin ich jetzt wieder hier? Achso, du bist einfach nur hergekommen. Hier, ich hab die Nadel. Mein Kompass, du hast ihn gefunden. Ich schulde dir was, Wanderer. Hier, nimm das. Schuld beglichen. Hä, aber das war nur die Nadel. Da fehlt doch noch was. Na gut, danke für das Erz. So, die Sache ist jetzt natürlich, wir hätten eigentlich trotzdem nach links gehen müssen. Und dann sollte man wahrscheinlich hier runter. Das Ding wird sich halt auch drehen. Und da rechts ist dann, glaube ich, einfach eine Tür oder was? Hier ist zumindest noch ein Erzding. Okay, nehme ich auch gerne mit. Kann man hier rüber und dann kann man da rüber. Und dann ist man, glaube ich, auch schon da, wo wir eben waren, oder? Nee, wo sind wir denn hier? Doch, da kann man auf jeden Fall darüber. Da oben haben wir noch XP. Scheiß drauf. Es geht so einfach viel einfacher. Hier ist halt... Oh mein Gott, noch mehr Action. Halt die Frage, ob man das überhaupt alles... Aua, machen muss. Okay, ab gegen die Wand mit dir. Das ist nicht nett, was du hier machst. Ich habe einen Hammer und werde ihn auch benutzen. Oh, damit kann man so eine nach unten Attacke machen. Und das haben wir auch nicht bewusst. Oh, okay, cool. Muss ich das hier denn wirklich machen? Also, weil man kann es zumindest machen. Ist ja auch nicht so schwer jetzt hier, aber muss ich das machen? Ich würde gerne so wenig Arbeit haben, wie geht. Das wäre ganz toll. Auch wieder nur ein Erz. Und aber auch eine Challenge hier. Viele Nebenquests, die man hier mal macht. Nee, hä? Kann ich dich noch nicht aktivieren? Ah, ich glaube, wir haben das Gerücht noch nicht gehört, um das zu aktivieren oder so, ne? Ja, und so wäre man dann hier hingekommen. Okay, wir haben so viel abgekürzt. Einfach nur durch einen kleinen Trick. Das ist echt heftig. Da oben ist auf jeden Fall noch ein Splitter. Den nehme ich doch mal mit. Ultrawurfhaken. Hake dich an Feinden fest. Oh, dann können wir nicht nur mit dieser Fähigkeit das machen, sondern uns richtig an die Leute festhalten. Aber dieser Wurfhaken ist auch wieder nicht so geil, muss ich sagen. Ne, wir lassen das. Ich mag den Haken sowieso nicht so gerne. Was haben wir hier noch? Einen Brunnen! Ah, damit aktivieren wir den Geist. Scheiße, ein bisschen zu früh sind wir da gewesen. Haben wir wieder so ein Rennen aktiviert. Oh, man kriegt sogar, wenn man das aktiviert, gedönselt XP. Da ist irgendwas, aber ich komme da nicht hin. Oh Gott, falle ich jetzt ganz runter? Warte, 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 warte. Also hier drüben müssen wir auf jeden Fall weiter. Danke, hier wollte ich auch hin. Ich habe die Befürchtung, dass auf jeden Fall... Habe ich hier nicht auch schon mal? Dass auf jeden Fall noch irgendwie ein Rennen kommt. Aua. Wenn das so ist wie beim ersten Ori-Teil. Ah, okay, verstanden. Dass wir gleich irgendwie aus der Mühle raus jumpen müssen. Und ganz komisch. Dann wäre das nämlich wirklich wie im ersten Teil. Das fände ich witzig. Da kam dann so ein Wasserstrahl. Spoiler, Leute. Im Wassertempel. Gab es so einen Wasserstrahl. Kann ich da bitte einfach hoch? Dieser blöde Wurfhaken, Mann. Also ein Wasserstrahl, der einen verfolgt hat und den musste man dann fliehen. Und wenn man dann aus dem Dungeon raus war, dann war das ganze Wasser nicht mehr verseucht. Und vielleicht ist das hier ja genauso. Ach, jetzt sind wir auf der... Ah, okay, okay, okay. Oh mein Gott, ich verstehe gar... Ach so, das war, damit man das Teil da oben aktivieren kann für das Rennen. Ich bin so verwirrt, weil ich nicht den normalen Weg gehe. Ich glaube, aber hier müssen wir rein, damit es... regulär weitergeht. Ja, das sieht gut aus. Da ist auch dieser komische Wukong auf der linken Seite wieder. Der Brunnenquell beherbergt einst eine große Bibliothek, Ori. Wissen floss nie wie Wasser durch seine Mauern. Jetzt ist vieles, das einst war, verloren und das Wasser ist still. Ich hier... Hallo, Wukong. Ist irgendwas...
Ach, der Opfer schon wieder. Hast du irgendwas Interessantes gefunden? Ah, die Legenden waren Wahrgeist. Die Brunquell-Bibliothek, sieh dir nur all dieses Wissen an. Aber da ist noch etwas, eine faulige Präsenz ganz in der Nähe. Da riechst du es nicht. Der Geruch scheint von irgendwo da oben zu kommen. Siehst du es dir mal an, während ich in diesen Büchern blättere? Ach so, ich kann natürlich noch deine Fähigkeiten verbessern. Ja, wir haben so viele Dinger. Ja, die Wache noch mal verbessert. Dankeschön. Dann macht die wenigstens auch mal ein bisschen Damage und hat einen doppelten Nutzen. Hier haben wir noch so einen komischen Brennquell. Brunquell? Und da oben. Nein! Anno, ich will meine Fähigkeit einsetzen, du Doofkopf. Hier oben gibt es nämlich noch 50 Dinger. So, klares Wasser fließt in ekliges Wasser. Und wir sind drauf und dran, dieses Wasser vollends zu reinigen. Okay, es gibt wieder mehrere Wege. Wir könnten nach rechts gehen, wir könnten nach oben gehen. Hier ist noch ein Samen. Questgegenstand. Er leuchtet schwach. Vielleicht gibt es jemanden, der weiß, was das für ein Samen ist. Ja, bestimmt weiß das irgendjemand. Gut, dann gehen wir halt hier hoch und gucken, was uns hier Schönes erwartet. Links, rechts, geradeaus. Immer so viele Wege. Oh, nein, ey, aua. Du faulige Präsenz. Lassen Sie mich in Ruhe. Okay, das sieht mir so... Ja, Wukong, rette mich. Das sieht mir jetzt aus, als wenn wir gleich vor dem weglaufen müssen. Das wird ein Spaß. Trevor, eine faulige Präsenz. Oh, die Musik ist so geil. Ich liebe diese Musik. Ich höre mir auch schon die letzten 72 Stunden habe ich die ganze Zeit nur den Soundtrack von Ori gehört. Vorwärts, Beeilung! Deswegen sage ich jetzt auch einfach mal gar nichts, damit ihr diese tolle Musik hören könnt. Das war halt wirklich wie im ersten Teil. Das finde ich richtig cool. Und jetzt müsste das Wasser geklärt worden sein. Möge das Wasser fließen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das beim ersten Mal hinbekomme. Weil beim ersten Mal ist das noch so, dass alles neu ist und man immer nicht weiß, wo man jetzt hingehen sollte. Aber das ging ganz gut. Und mit dieser Ranzieh-Fähigkeit halt. Und man landet auch wie im ersten Teil einfach irgendwo. Das ist so witzig. Sehr viele Parallelen auf jeden Fall zum ersten Teil. Da ist wieder ein kleiner Buki und das Wasser scheint jetzt aber geklärt worden zu sein, obwohl wir den Typen gar nicht vernichtet haben. Oh, das Wasser fließt wieder. Schnell und klar. Hell und sauber. Du bist äußerst mutig. Ja, ja, so mutig, so nass. Wir müssen es Quark erzählen. Heute ist ein Freudentag für den ganzen Wald. Die stillen Zähne. Das Wasser fließt wieder durch die Mühle. Überbringe Quorlock die frohe Kunde. Ich dachte, das machen die kleinen Leutchens hier. Jetzt können wir nämlich im Wasser baden, Leute. Denn im Wasser ist man sicher vor Corona, habe ich gehört. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das doch mehr oder weniger gut überstanden. Ich war sehr verwirrt in diesem Dungeon, weil ich einfach das nicht so gemacht habe, wie die Entwickler das von mir wollten. Ich hoffe, das war trotzdem okay für euch. Ich werde das hoffentlich gut zusammenschneiden können. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die frohe Botschaft an Quorlock überreichen und gucken, was als nächstes ansteht. Ja, dann auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt was mit dem Part mitgenommen und so. Vielleicht auch für euer eigenes Spiel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschö, tschö!